Kakalonga, Shishi, bra bra. So, willkommen zur weiteren Folge Brief Edge. Und wir wollten Sprengstoff bauen. So, lass mal gucken. Wo waren wir denn? Ausrüstung, Gegenstände. Wir brauchen Batterie, Kabel. Doch, wir brauchen doch Rindfleisch. Was habe ich Ihnen erzählt in der letzten Folge? Doch, brauchen wir. Die waren wo? Da. Wo haben wir den hingelegt, alle? Da sind sie. Okay. Wir brauchen Batterie, glaube ich, war das, ne? Oder? Da brauchen wir wieder Alkali, ne? Was? Was ist das immer für neue Songs, die immer kommen? Kenne ich gar nicht. Ach, guck mal, wir haben ja auch Sauerstoffzellen noch. Kerzen. Oh, ich nehme mal 3 Stück mit. Da ist auch noch eine. Ja, mit. So. Was brauchen wir noch? Lass mal gucken. Ausrüstung, Gegenstände. So, Kabel, Batterie, Elektronik. Metall. Kabel. Elektronik, ne? Warte mal, warten wir denn? Hatten wir hier, glaube ich, oder? 3-mal Elektronik. So, jetzt erstmal Batterie bauen, ne? Brauchen wir 3-mal Batterie. So, 2-mal. Jetzt wird schon komplizierter, weil wir jetzt so viele Ressourcen brauchen. Sag mal. Hallo, meine Freunde. Du siehst heute richtig gut aus. Lass dir von niemandem was erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Du bist geil. Du bist super geil. Boah, kennt den noch einer, den Typ? Der ist richtig cool, ist richtig Kult. So, hier, Sprengstoff. Juhu, 3-mal brauchen wir das jetzt. Reicht das? 2. Doch, dürfte reichen, ne? Nein, was fehlt uns denn? Dose Rindfleisch. Nein! 1-mal. Ah, okay. Puh, gut, dass wir so viel gesammelt haben. In der vorletzten Folge, glaube ich, war es. Ja, jetzt haben wir alles. Nice. Gut, ich würde sagen, ich schnappe mir nochmal 2 Wasserflaschen. Was zu essen auch. Farbe kann hier bleiben. So, wir sind gesättigt und machen uns direkt auf den Weg. Warte mal, wir könnten was tanken, ne? Wie war denn nochmal tanken? War das Harz und Metall? Ich guck nochmal eben. 2-mal Metall, 2-mal Harz, okay. Schmeiß doch mal die Sachen weg, die ich nicht brauche. So. Harz hatten wir noch hier, ne? Habe ich ja extra gesammelt. So, weil ich würde gerne einmal auffüllen, weil wenn wir schon einmal dabei sind, dass wir nochmal 2-mal Kraftstoff bauen. Einfach nur so, dass wir wenigstens vorsichtshalber die Schüssel voll getankt haben. So. Gut. Ja, was habe ich mir letztes Mal erzählt? Genau, in der letzten Folge. Ja, das Gefühl, huch. Das alte Gaming-Gefühl, was meiner Meinung nach nicht mehr existent ist. Würde ich gerne in der Folge heute ein bisschen anknüpfen nochmal. Ja, es ist leider Gottes Namen so, dass die Spiele meiner Meinung nach an so ein bisschen so diesen kulturellen Gaming-Wert verloren haben, wenn ich das mal so sagen darf. Also so dieses alte, ich kann's, ich hab's wie gesagt in der letzten Folge schon gesagt, ich kann's nicht beschreiben, dieses Gefühl, ein neues Spiel zu haben. Ich weiß noch, wie ich mich früher darüber gefreut habe. Oh mein Gott, damals noch die N64-Zeit. Ah, wenn ich mich da dran zurückdenke. Oh mein Gott, die alte Nintendo 64-Zeit. Meine allererste quasi
kann man so sagen, meine allererste richtige, ja, obwohl die allererste Konsole war der Super Nintendo, aber so meine allererste Konsole, wo ich richtig viele Spiele drauf hatte, das war der Nintendo 64. Und holy shit, war das ein geiles Gefühl. Einfach immer, wenn du ein neues Spiel hattest, und ich konnte mich noch entsinnen, wo ich damals GoldenEye 007 auf dem N64 gekauft habe, im Urlaub in Griechenland. Es war ja indiziert bei uns. Und zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich mit meiner Familie im Griechenland-Urlaub. Ja, ich glaube, Griechenland-Urlaub war es gewesen. Und ich konnte mir das Spiel dort in einem kleinen Lädchen kaufen. Wirklich, es war einfach nur so ein ganz kleiner... Tatsächlich, es war so ein Computerladen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber der Laden hatte tatsächlich Spiele auch gehabt. Ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Und dann bin ich da reingestiefelt und hab dann quasi so zu meinen Eltern gesagt, so, ich möchte das Spiel gerne haben. Ich bin großer James-Bond-Fan. Also nicht nur von den Filmen, auch so spielemäßig. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es halt noch nicht so viele James-Bond-Spiele. Ein paar, glaube ich, schon. Bin mir jetzt nur nicht sicher. Und ja, dann habe ich das Spiel bekommen von meiner Familie und ich war mega happy. Und dieses Gefühl, dieses neue Spielgefühl ist heutzutage gar nicht mehr so. Dieses, oh, was Neues, neues Game und holy shit und boah, geil und cool so. Also ich finde, es ist nicht mehr so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das, also, ich weiß es tatsächlich nicht. Ob es einfach liegt, weil der Markt einfach so übersättigt ist mit Games? Bin mir da nicht sicher. Oder ob es einfach daran liegt, weil die Games nicht mehr so das Gefühl halt hergeben beim Spielen, wie es früher ist? So, jetzt haben wir alle. Jetzt können wir es öffnen. Guck mal, da ist direkt die Faust da schon. It worked. Now you have to find the airlock. Lol. Was ist das denn? Scannen, warte, wir können das scannen. It doesn't look like milk, even the sour kind though. Eins von drei. Zwei von drei. The scanning gives no results. There's no such creature in the database, but the temperature inside the capsule suggests that they also contain the cooling gel we need. Okay, wir müssen jetzt die Dings finden. Die Luftschleuse, die müsste hier drin sein, wenn dann. Ja, hier. This is definitely not a cargo section, despite it looking like one in the mark in the liner's declaration. Somebody wanted to keep these rooms secret. Erkunde das Modul. Okay, die Räume sind geheim gehalten worden. Jetzt weiß man auch warum. Wir haben ja gerade schon was gefunden. Okay, hier ist... Oh. Oh, Nahrung. Nahrung ist gut. Alter, was ist mit dem... Neutralisieren. Warte, ich neutralisiere. Kann ich das auch neutralisieren? Au. Anscheinend nicht. Nahrung ist gut, nehme ich mit. Wir müssen bestimmt da dran, würde ich für wetten, oder? Wo kommen wir denn hier hin? Ach du Heiliger, wo sind wir denn hier jetzt? Diese Musik, ne, dabei. Holy shit. Wer hätte das jemals gedacht, dass es so spannend sein kann, eine Raumstation zu besuchen und zu untersuchen? A laboratory with the most advanced equipment. Individuals don't have access to such technologies. Was zur Hölle? WTF? Something tore him apart from the inside. Irgendwas von innen ist rausgerissen, okay. Oh, Kraftstoff, nehme ich mit. Kabel, Medipack, juhu. Ja, veredeltes Metall. Ja, komm, bisschen Platz haben wir. Was ist das hier alles? Even trash cans can be luxury ones, but this is not one of them. Selbst Mülltonnen können luxuriös sein. Ja, das stimmt, scannen.
Roter Mülleimer für unsere eigene Base. Können wir wieder was scannen, Sachen scannen. Mist, ich habe nicht so viel. Doch, ich habe noch einen anderen Scanner dabei. Nice. Cool. Das geht noch weit? Ach du Heiliger. Was zur Hölle? Was stand da? Ripleys Bericht E. Ripleys? Kann nie geändert werden. Bericht von Dr. E. Ripley. Das ist doch eine Hommage an Alien, oder? Ripley? Lol. In dem Bericht konnte ich nicht umhin, auf die phänomenale Überlebensfähigkeit von Subjekt 14a hinweisen. Wie bereits erwähnt, war der schwierigste Teil nicht der Anbau der experimentellen Prototypen, sondern derer Entsorgung. Das Subjekt 14a und ähnliche Probanden aus dem gleichen der gleichen Kontrollgruppe regenerierten sich schnell, auch mit einem abgeschnittenen Kopf. Die durch diese Regeneration verursachten Mutationen veränderten oft ihre ursprünglichen Erscheinungsbild bis zur Unkenntlichkeit. Die Zellen kannten einfach nicht die endgültige Form ihres Trägers und produzierten unglaubliche Formen, die sich nicht an das unabhängige Leben anpassen konnten. Wir haben versucht, diese unkontrollierten Zellteilung physikalisch, chemisch und sogar auf DNA-Ebene zu verhindern. Aber das Hühnegen fand immer ein Schlupfloch. Die Forschung von Dr. Baiko, die in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Dr. Dolmatschow durchgeführt wurde, half uns, einige Details der regenerativen Fähigkeiten aufzusteigen. Sie lösten jedoch eine... This is not just an underground laboratory, but a government scientific complex for growing synthetic animal hybrid species. Such experiments are extremely dangerous due to the inability to control some mutations. On behalf of the Breath Edge Company, I would not recommend crossbreeding chickens with cows. Notizen, ich würde es gerne nochmal lesen. Ah, Mist, da ist nichts drauf. So, E. Ripley, inspirierte Anmerkung über den Erfolg der Zucht einer neuen Art synthetischer Kühe, die resistent gegen Krankheit, Strahlung, physische Einflüsse, extreme niedrige Temperaturen und andere schädliche Faktoren sind, die es nicht erlauben, Tiere auf Planeten mit rauen Bedingungen zu züchten. Okay, nice. Cool, aber das ist definitiv ein Easter Egg an Alien, wie geil. Finanzbericht. Statische Subvention. Was steht da? Linienschiff erlöst auf verkauften Tickets. Einnahmen der Bestattungsagentur. Umsatzlöse der Verkauf, anonyme Spende. Siehe Anlage 27e, nicht anonyme Spende. Was? Aber was steht da? Hühnerei, 10 Packungen mit jedem neuen Stück. Was ist der Preis? Zahlen vergrößern. Pikante Hühnerkämme, 20, was? Das Labor war wahrscheinlich sehr gut gesponsert. Es ist jedoch ziemlich schwierig, diesen Bericht zu verstehen, ohne dass er eigenspezifische Details enthält. Was zur Hölle? Oh mein Gott, ich mag diese... Oh Gott, was? Bauplan großes Transportmodul? Was? Ein Transportmodul mit 12 austauschbaren Wandblocks. Es ist groß und nutzlos und du kannst die Flotte des Shuttles andocken. Mit diesem Modul ist es nützlich, um eine Party mit einem Freund zu veranstalten und das bedeutet... Was? Und das bedeutet nicht in diesem Spiel. Schön. Wie gut. Es gibt ja keinen Multiplayer. Wie schön. Ach du Heiliger. Ah, hier sind die Müll. Hier ist der Mülleimer, hier ist der Automat. Ach du heiliger Strohsack. Schön, was wir schon alles gefunden haben. Ist ja klasse. Some mutated chicken DNA is being examined here. Was? Daten zu einem biologischen Experiment der Klasse A. Das zeigt, dass Kühe und Hühner Gene haben und dass jemand eindeutig sehr wenig über Biologie und Genetik weiß. Ah, schön. So. Aber ich mag diese, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese Erkundung, wenn man hier was entdeckt und so hier noch drin rumlaufen kann. Perfectly calms the nervous system, relieves tension and normalizes blood pressure. Not in all cases though. Blaupa, blau,
Blauplan, mein Gott. Blauplan. Bauplan für eine grüne Tischlampe. Das war's dann hier schon. Oh, verbinden. Interesting. There's no cooling circuit here, which means the gel can only be present in the solution itself that is poured into the capsules. The full composition of the solution is encrypted, but we can pump it out using the control post and analyze it manually. Okay, wir müssen was rauspumpen. Wahrscheinlich da. Wir waren ja oben noch nicht gewesen. Krasser. Krass einfach. Taschenlampe braucht man da eigentlich nicht, weil die, weil es hier so hell ist. Sauerstoffkerzen nehme ich alles mit. Ja, wir haben ja noch genug Platz im Inventar. Immer ein bisschen was trinken, was essen, dann geht das ein bisschen weg. According to the plan, this is not only the main control post, but also the steering wheel. This section is a space shuttle, but with such damage, it's unlikely to be able to fly. Okay, so beschädigt, dass man nicht fliegen kann. Okay, benutzen, benutzen. So. Also es ist so beschädigt, dass man nicht fliegen kann. Was ist das hier? Ist das ein Warp-Portal gewesen, wie bei Star Trek hier, oder wie das heißt? Oh, ein Medipack, nice. The most common way to use a desktop aquarium in space. According to statistics, every second surveyed man longs to go in a normal toilet for the opportunity of seeing the size of his organic product. Tischaquarium. Lul. Das ist schon irgendwie cool, muss ich sagen. Also es gefällt mir immer mehr und mehr, das Spiel. Benutzen. I've downloaded the manual. To clean the specimen capsules, press the blue button. Or the green one. Unfortunately, the manual is black and white. Something's wrong. I would suggest ignoring what happened. If these specimens end up on some planet and remain intact, then politicians will come up with some story about a super intelligent race that created these creatures to destroy mankind. Press the green button. Judging by the blue button, the red button duplicates the green one, but you better not poke everything around, as the story is not non-linear. In any case, as I thought, the capsules didn't contain all of the solution. Pumping out for the reserve tanks initiated. Die Lösung untersuchen, okay. Die Frage ist, wo ist das? Hier, da, ich bin mir nicht sicher. Oder da vielleicht, da. Ja, gut, dass wir die Sachen gescannt haben, weil der hat die jetzt abgeschossen anscheinend. Also vorhin diese Aliens da in diesen Kapseln. War das vorher schon da? Was bist du denn für einer? Du bist ja süß. Hallo. Hey, du bist ja niedlich. Reinigungsroboter. Lol. Ich mach sauber, piep, 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 ich mach sauber. Wir können ihn auch schlagen, mach ich mal nicht. Untersuchen. There's no cooling gel here, but the solution contains potassium iodide, cystamine, ondansetron, and some non-standard impurities. Theoretically, it can serve as excellent anti-radiation protection. Just put the solution into the insulin cell of the suit, and I'll calculate the dosage so you don't turn into a vegetable or a mutant cow. Your protection against radiation has increased. You didn't even have to launch anything into the core, risking the start of an uncontrolled reaction of matter explosion. Although it would have been right to launch this laboratory together with all of its dangerous research. Eins von sechs Strahlung senken. Oh, holy Jesus. Starte das Shuttle in den Kern. Ich glaube, wir sind hier soweit durch, glaube ich, jetzt. Okay. Also müssen wir peu à peu an diese Orte und was erledigen, um dann halt weiter voranzukommen. Weiß gar nicht, ob jetzt irgendwo was hinzugekommen ist. Bin mir nicht sicher, da könnte auch was sein. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier zurück. Alter Schwede, wie cool das ist. Na dann. I wonder, am I the only one who is confused about the fact that these specimens have chicken genes? Many blueprints specify chickens to be the main catalyst for mutations. You even have an immortal chicken in your backpack, don't you? The turret has noticed you. So, unser, wo war unser Fahrzeug? Da. Ah, ja, 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 ist doch gut. Beruhigen Sie sich. Ihm wird gleich geholfen.
So. Dann haben wir das soweit erstmal abgeschlossen. Da bin ich ja schon mal ganz froh drüber. Dann düse ich mal eben schnell hier in die Richtung wieder zur Station. Da ist was Neues, glaube ich, oder? Ah, nee. Ah, nee. Da, ach, nee. Da müssen wir, stimmt. Da brauchen wir ja, glaube ich, den Eisanzug. Aber ich weiß gar nicht mehr, was jetzt bei den anderen Sachen anstand. Da müssen wir mal gucken. Wir haben ein bisschen volles Inventar. Repariere die Waffe. Gelange in das Militärmodul. Starte das Shuttle in den Kern. Das sind so die nächsten Aufgaben, die wir haben. So. Da liegt noch Kabel. Das nehmen wir mit. Gut, würde sagen, für die Folge soll es das erstmal gewesen sein. Ich mache mir das hier erstmal in der kleinen Station gemütlich. Schaue mir den rotierenden Ventilator an und würde sagen, sehen uns in einer weiteren Folge hier bei Brief Edge hier auf dem Channel. Ja, und dann gucken wir mal, was wir machen. Wir haben ja noch ein paar Sachen vor uns. Oben rechts die Aufgabenliste wird gar nicht weniger. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.